Hallo meine lieben Bird Rider, hier ist wieder euer Lance Squid und wir spielen Resident Evil Zero weiter. Heute mal als Let's Play. Im letzten Stream sind wir nicht mehr dazu gekommen, weil ich mich da auf Fallout 2 konzentrieren wollte, das wir da gestartet haben. Und ich wollte jetzt eigentlich nochmal Resident Evil 4 Berserker Mod aufnehmen. Aber mein Rechner rendert gerade ein ziemlich aufwendiges, krasses Video raus. Das dauert wahrscheinlich jetzt auch noch 2 Stunden. Auf jeden Fall wollte ich nicht warten. Bliblablub, keine Ahnung. Kurze, lange Rede, kurzer Sinn. Ich wollte den Rechner mit Resident Evil 4 Remake spielen, aufnehmen und ein Video rausrendern. Nicht an die Leistungsgrenze bringen. Ich glaube, er könnte es sogar, weil ich zum Glück einen ziemlich bescheuerten NASA-Rechner habe. Aber ich habe mir gedacht, machen wir safe. Resident Evil Zero spiele ich nämlich auf der PlayStation. Ne, mit der Capture Card capture ich das Ganze. Da muss ich nur aufnehmen und rausrendern gleichzeitig. Das macht er easy. Dann wird er auch nicht so heiß und fährt nicht so hoch und wird nicht so laut. Das ist auch ganz angenehm. So, ich muss euch ganz ehrlich sagen, es ist jetzt über einen Monat her, dass ich Resident Evil Zero gespielt habe. Ich habe gerade keine Ahnung, was zur Hölle überhaupt los ist. Wir haben hier irgendetwas, das die Seilbahn wieder in Bewegung bringt. Okay. Und wir haben hier ein Kombinationsschloss. Sieht aus wie die Zahlenscheibe eines Tresors. Okay. Ich bin jetzt mit Billy irgendwo hier so. Okay. Ah, okay, ein Zettel, den wir noch nicht hatten. Das ist doch gut. Bericht über Bio-Waffen-Org-Waffen. Nee, warte mal. Bericht über Bio-Org-Waffen. Okay, bioorganische Waffen. Die bisherige Forschung zeigt, dass die Verarbeitung des Progenitor-Virus an lebenden Organismen drastische Zellenänderungen... Moment mal. Lese ich das richtig? Die bisherige Forschung zeigt, dass bei Verabreichung, ja, das macht mehr Sinn, des Progenitorvirus an lebende Organismen drastische Zelländerungen einen Systemzusammenbruch verursachen. Es wurden keine erfolgreichen Methoden zur Steuerung der Organismen bei ihrem Einsatz als Waffen gefunden. Eine bessere Koordinierung auf Zellebene ist unerlässlich für weiteres Wachstum. Ich habe einige Experimente durchgeführt, um eine Lösung zu finden. Hier ist mein Bericht. Insekten. Ja, diese uralten, possierlichen Tierchen, die seit Jahrtausenden genetisch stabil sind, zeigen sie nach Verabreichung des Progenitorvirus nur explosives Wachstum und erhöhte Aggressivität. Sie eignen sich wohl nicht als bioorganische Waffen. Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht, ist voll logisch, oder? Es macht überhaupt keinen Sinn, dass man so ein T-Virus irgendwie über irgend so einem Gebäude oder Gebiet, das man gerne auslöschen würde, abwirft, damit alle Kellerasseln, Spinnen und Maden und Fliegen und alles, was da in dem Gebiet so ist, an Millionen von Insekten zu gigantischen, menschenfressenden Monstern wird. Das ist als Biowaffe super lame, finde ich auch. Ja, absolut. Amphibien. Aber ich meine, okay, wartet, fairerweise, der T-Virus ist in der Regel nicht, also vor allem der Progenitor-Virus, ne? Hier geht es ja noch um den wirklichen Rohzustand-Progenitor-Virus. Der ist tatsächlich in der Regel nicht kompatibel. Was wollte ich sagen? Der verbreitet sich nicht über die Luft. Auch wie der T-Virus. Über Wasser, man könnte wirklich, glaube ich, den verstäuben. Das würde wahrscheinlich funktionieren. Was weiß ich. Bei einem Frosch führte das Virus zu verbesserter Sprungkraft und anormalem Zungenwachstum. Keine Veränderung in Bezug auf Intelligenz. Krankhafter Heißhunger ließ das Testobjekt willkürlich alle beweglichen Objekte angreifen. Nur begrenzt als bioorganische Waffe geeignet. Wollen die mir erzählen, dass Lurker, wie wir sie jetzt hier in dem Spiel auch treffen, bessere Biowaffen sind als zum Beispiel die Riesenspinnen? Ich denke nicht, Tim. Säugetiere. Gekreuzt mit Zellen-DNA von Affen führte das Virus zu erhöhter Fruchtbarkeit.
Die erzeugten Jungen sind sehr aggressiv und weisen höhere Intelligenz auf. Eine Nebenwirkung: Verlust der Sehkraft. Dies wird aber durch ein besseres Gehör ausgeglichen. Auch sie eignen sich leider nicht als Waffen. Fortschritte sind scheinbar nur möglich, wenn Menschen als Basis benutzt werden. Ha, ich finde diesen kleinen Abschnitt hier gerade ziemlich interessant, weil das ist so ein Punkt, da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Aber der Progenitor-Virus wurde scheinbar an Affen getestet und das hat zu erhöhter Fruchtbarkeit geführt. Das schon mal spannend, weil in der Regel wird absolut alles, fast alles zeugungsunfähig oder zumindest Säugetiere zeugungsunfähig, wenn die infiziert sind. Und hier haben wir noch dazu eine erhöhte Intelligenz, was auch interessant ist für Säugetiere, und dann Verlust der Sehkraft und besseres Gehör. Was sich ziemlich nach einem Licker anhört, oder? Haben die damals mit dem Progenitor-Virus auf Basis von Affen schon sowas wie Proto-Licker hergestellt? Warte mal kurz. Okay, ich muss mal noch mal kurz. Ich musste nur kurz rausfinden, wie die Steuerung funktioniert. Nein, das wollte ich nicht. Ich muss mal auf die Karte gucken, weil wie gesagt, ich weiß überhaupt nicht mehr, was los ist. Ich bin mit Billy hier in einem Raum. Und da ist der Safe Room. Und da ist Rebecca. Rebecca! Mir geht das nicht aus dem Kopf. Das ist so eine Textzeile von Chris Redfield, falls ihr das nicht versteht. Dieses Rebecca, das ist so eine Textzeile von Chris Redfield, die wurde aus dem Spiel geschnitten. Die ist aber noch in den Files vom Original Resident Evil. Und der sagt das so lustig, der Synchronsprecher. Das ist so lustig, wie der das sagt. Rebecca! Ich glaube, das sollte ursprünglich genutzt werden beim Selbstzerstörungsmechanismus im Labor. Da hätte Chris quasi nochmal auf Rebecca treffen sollen. Und da war eben diese nicht genutzte Textzeile super lustig. Das müssen sie nicht drücken. Okay, ich guck mal kurz mit Rebecca. Ich habe jetzt hier... Was habe ich denn hier abgelegt? Magnum-Munition? Wow. Den nehmen wir aber wieder mit. Hey, ich fand's ganz interessant, dass damals in der Presse bei Resident Evil 2 tatsächlich die Lagerkiste kritisiert wurde. Ohne Witz, ich konnte mir das gar nicht vorstellen, aber tatsächlich war das damals im Gespräch und ein großer Kritikpunkt von vielen, dass diese Lagerkisten unrealistisch sind und nicht zur Stimmung passen und so weiter und so fort. Und dass dadurch auch das Inventarmanagement so blöd wird, so unpraktisch wird. Und jetzt spielen wir Resident Evil Zero, das einige Jahre später gekommen ist. Und dass diese ganzen Kritiker dieser Lagerkiste ganz schön Lügen straft, würde ich sagen, ne? Aha! Okay, jetzt weiß ich zumindest, wo wir ungefähr... Okay, alles klar. Jetzt verstehe ich zumindest, was wir machen müssen. Aber warte mal, haben wir schon Code für die Tür gefunden? Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Also. Jetzt pass mal auf, Billy. Wenn ich mich nicht täusche, dann müsste hier wahrscheinlich der Flaschenlift sein. Oder? Jetzt muss ich noch mal kurz zu Rebecca wechseln. Ach, Resident Evil Zero. Nee, ich muss wirklich sagen, Resident Evil Zero ist wirklich nicht so gut, wie man das von anderen Resident Evil Spielen gewohnt ist. Hey, ich find's schon auch, keine Ahnung.
Ich weiß immer nicht, ob ich zu hart mit dem Spiel ins Gericht gehe, aber... ja, was soll ich sagen? Resident Evil Zero macht mir im Vergleich zu allen anderen einfach nicht besonders viel Spaß. Und das ist blöd. Das ist nicht gut. Das sollte, glaube ich, schon Spaß machen. Ja, ja, Chemikalien. Also ich bin... jetzt wartet mal. Okay. Lass mich mal nochmal auf die Karte gucken. Ich versuche... Es gibt eine... Ah, hier ist die Taste für die Karte. Der müsste echt eigentlich so ziemlich hier sein, der Flaschenlift. Ich verstehe es nicht. Aber vielleicht ist er gegenüber, auf der gegenüberliegenden Wandseite oder so. Hier? Nee. Ha. Das Blöde ist, weißt du, es gibt ja eigentlich auch ein Loch. Aber das kann ich halt nicht benutzen. Es wäre so praktisch, wenn ich mit Billy einfach die, das Zahlenblatt einfach hochwerfen oder runterwerfen könnte. Über das Loch, über das ich auch hierher gekommen bin. Aber das ist verboten. Wo ist denn der blöde Aufzug? Ich werde wahnsinnig hier. Guck mal, Rebecca steht hier. Die steht da unten. Da stand ich auch gerade mit Billy. Das hat nicht funktioniert. Aber jetzt muss ich nochmal kurz zu Rebecca wechseln. Das ist doch ein ganz normaler, so ein direkter, gerader Aufzug. Der wird doch nicht irgendwie, oder? Zum OP-Raum schicken. Okay, ich möchte gar nichts zum OP-Raum schicken, aber OP-Raum, das ist gut. Das ist schon mal gut zu wissen. Das ist ein Hinweis. Ich weiß auch nicht, ob es an mir liegt, ne? Vielleicht teilweise bestimmt, keine Ahnung. Aber ich finde auch die Rätsel einfach nicht so gut teilweise. Naja, ich weiß nicht. Nee. Resident Evil Zero holt mich einfach nicht ab. Und das habe ich tatsächlich besser in Erinnerung gehabt, als ich es jetzt so empfinde. Ich habe so, muss ich schon sagen, glaube ich, damals fand ich es eigentlich ganz cool. Damals fand ich es eigentlich fast ungefähr gleich gut wie Resident Evil 1 Remake. Ne? So, die beiden sind ja relativ nah aneinander erschienen. Das war für mich so ein geiles Add-on quasi, so, yeah, es kommt jetzt habe ich gerade das Resident Evil 1 Remake durch und jetzt kommt Zero, wie awesome ist das denn bitte? Ne, so ungefähr war das für mich und ich hatte auch Spaß damit. Und jetzt, wo ich aber alle so direkt hintereinander spiele, muss ich schon sagen, dass es von den klassischen Survival-Horror-Spielen schon nicht das Beste ist. Nicht unbedingt das Beste. In den OP-Raum. Billy, wo? So groß ist der Bereich nicht. Ich verstehe nicht, was wir hier machen. Das hier ist definitiv nicht der OP-Raum. Aber ich meine, hey, ich bin ungefähr 5 Stunden lang an diesem blöden Knopf vorbeigelaufen. Wer weiß, wie oft ich schon am Aufzug vorbeigelaufen bin. Es kann eh sein. Es kann eh sein. Jetzt gucke ich hier nochmal rein, aber ich glaube, da war nur dieser komische Einschienenbahn-Bahnhofraum, oder? Ja, das meine ich. Monorail. Verschlossen, kann man nicht öffnen. Ich schätze mal, die Scheiben sind aus dem krassesten Panzerglas ever. Hier liegt Speicherband, Heilpflanze, Molotow-Cocktail, Heilung, alles. Aber ich sehe keinen Lastenaufzug. Okay. Dieser Aufzug, ey. Ich werde wahnsinnig. Warum finde ich den nicht? Das gibt's doch nicht. War es nicht irgendwo hier? Warte mal. Mir kommt das so bekannt vor, dass ich...
Nee, aber hier ist es nicht. Weißt du, und ich meine, ich stehe ja öfter mal auf dem Schlauch, weil ich Hardcore-ADHS habe und so weiter. Das ist ja alles schön und gut, aber bei Resident Evil Zero stehe ich jetzt schon verdammt oft auf dem Schlauch. Und da frage ich mich, ist das nicht auch sehr viel Rätseldesign, aber auch Map-Design und die Wahl der Kameraperspektiven? Ah, hier! Hey, aber das ist ja wirklich ungewöhnlich, ne? Und das meine ich eben zum Beispiel. Jetzt habe ich halt einfach keinen guten Orientierungssinn, okay, keine Ahnung. Aber die Karte ist halt nicht sehr hilfreich, wenn bei Billy der Aufzug hier ist und bei Rebecca hier. Warum? Warum ist das so? Das ergibt meiner Meinung nach überhaupt keinen Sinn. Wie? Aber ich meine, scheiße, egal. Hauptsache gefunden. Ja, zur Bibliothek schicken, um Gottes Willen. Oh Gott. Ich gebe einfach jetzt hiermit offiziell Resident Evil Zero die Schuld. Ganz egal. Ganz egal, wie ihr das seht. Ganz egal, Resident Evil ist einfach schuld. Ich nicht. So. Ende der Diskussion. Rebecca, was legen wir denn ab? Eigentlich, ich lege jetzt mal die Spule hier ab, weil ich weiß ehrlich gesagt nicht, wann und für was wir die eigentlich brauchen. Jetzt holen wir uns mal das Zahlenschloss hier. Und dann ist es ein bisschen blöd, weil jetzt montiere ich das Ding mal. Aber dann muss ich mal die alten Dokumente, die wir schon gesammelt haben, durchscannen. Ob wir da schon irgendeinen Code gefunden haben. Weil ich wüsste ihn jetzt nicht. Ich komme hier nie wieder raus. Wo ist die Tür? Da ist die Tür. Danke. Plodonk. Ja, und wie ich eh schon mal gesagt habe, ne, ich finde das Monster-Design auch lame. Sollen halt so ein bisschen Umbrellas früheste Experimente sein. Und ich kann respektieren, dass sie da nicht irgendwie komplett durchdrehen dann, sondern dass sie da wirklich so ein bisschen basic bleiben, was das Monster-Design angeht. Das macht Sinn und so weiter, ne, das ist okay. Aber ist halt trotzdem ein bisschen lame. Das Gerät funktioniert wieder. Kombination eingeben. Ehrlich gesagt noch nicht. Weil jetzt... Ups. Schauen wir nochmal schnell ins Inventar und gehen mal in die Akten. Jetzt gucke ich mal kurz, ob wir hier was finden. Zugangscode zur Plattform geändert. Er sagte, es hätte was mit dem Wachstum seiner Kinder zu tun. Jawohl. Hey, und dann haben wir hier die Akte zum Wachstum. Perfekt. Dann haben wir schon 4. Moment, ich brauche Zettel und Stift. Ich sehe schon. Ich habe hier irgendwann mal 100 Stifte hingelegt. Ohne Witz jetzt. 100. Also es waren 3. Aber ich dachte mir, okay, dann ist bestimmt immer einer hier. Und jetzt sind schon wieder alle weg. Okay, ich habe einen gefunden noch. Einen Kugelschreiber und einen Block. Mein Block. Und jetzt, passt auf, ich fange nochmal an. 4 Egel. 4. Dann hat sich die Zahl der Egel verdoppelt. Also 8. 2 wurden gefressen. Also 6. Hälfte 3. Ich glaube, das war's. 8, 4, 6. Okay, Rebecca, dann geben wir den Code mal hier ein. Kombination eingeben. In welche Richtung muss ich denn drehen? Das ist jetzt die Frage. Das war falsch. Ich versuch's nochmal. Achtung. 1, 2, 3, 4. 8. 6. 3. Ach so. Ah. Ich bin dumm. Ja, ja, nee, ich verstehe schon. Okay. Ja, ja, ich funktioniert anders. Ist okay. Also, ist egal, in welche Richtung ich drehe. Die funktionieren nicht wie die Remake-Schlösser. 4. 8. 6. 3.
wurde aufgeschlossen. Da, 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 da. Oh, oh. Now this is more like it. Billy here. Billy, I found an aerial cable car. We can get out of this place. Wait there, I'm coming. Roger, the sooner we get out of here, the better. Out. Aerial Cable Card 51 oder so. Okay. Schauen wir uns mal um. Moment, bin ich von hier gekommen? Dass die Cutscene mich mitten im Raum parkt, ist nicht hilfreich. Ja, von der Tür sind wir quasi gekommen. Okay, gut, 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 gut. Dann können wir uns jetzt systematisch in Ruhe umschauen. Ziegelsteine. Oh, wo kommen denn die Ziegelsteine her? Ach so, da oben. Ja, okay. Vielleicht. Moment mal, da ist auch ein Loch. Ah, okay. Ein Hebel umlegen. Und jetzt haben wir Billy den Weg freigemacht. Tada! Nice. Was haben wir hier noch? Ein Ausgangsspule. Brauchen wir wahrscheinlich in Verbindung mit der anderen Spule, die ich jetzt hinten habe liegen lassen, ne? Ich gehe schon mal rein. Ach so, geht noch nicht. Okay. Wechseln wir mal schnell zu William. Ich glaube, das ist sein vollständiger Name. Und William hat jetzt einen Inventarplatz frei. Aber nehme ich die Flasche mit? Ich weiß nicht, was liegt denn hier noch so? Pistolenmunition. Kanister. Brauche ich den Kanister nochmal für irgendwas? Wahrscheinlich wirklich nur für Molotow-Cocktails, ne? Ich glaube schon. Pistolenmunition könnte man mitnehmen, aber ehrlich gesagt haben wir viel Pistolenmunition. Ach, wisst ihr was? Ich gehe jetzt einfach. Am Schluss fehlt mir dann für den letzten Endboss ein Pistolenschuss. Ja, aber komm, Rebecca, 200 Schuss oder so, was weiß ich. Viel. Viel Schuss. Brauchen wir nicht. Kablinschko. Okay. Nochmal kurz orientieren. Genau, stimmt schon. Jetzt muss ich mal gucken, kann ich mich jetzt mit der Seilkanone unten über das Loch in den Kontrollraum reinseilen wahrscheinlich, oder? Und kann das wieder auch Billy machen oder muss das wieder Rebecca machen? Weißt du was? Nimm Heilspray mit. Das ist immer gut. So. Danke, Kamera, dass du komplett überhaupt nicht hilfreich bist. Das liegt halt auch an der neuen Steuerung, an der modernisierten Steuerung, die ich jetzt hier benutze. Ich weiß nicht, warum ich von Tanksteuerung auf die umgestiegen bin, ehrlich gesagt. Irgendwie komme ich eigentlich mit Tanksteuerung klar, aber das fühlt sich doch irgendwie geschmeidiger an, wisst ihr? Das kann man halt mit Panzersteuerung nicht machen. Und das ist schon ein Unterschied. Ich finde, die Seilwinde hätte auch kleiner sein dürfen. Ich finde, die müsste nicht unbedingt zwei Blöcke in Anspruch nehmen im Inventar. So Rätsel-Items, so Schlüssel-Items. Bei Waffen sehe ich es ja ein. Aber so Schlüssel-Items könnten meiner Meinung nach auch ein bisschen kleiner sein. Oder? Der Gerät regelt die Stromein- und Ausgabe. Da müssen wir jetzt wahrscheinlich die Dinger einsetzen. Ich kann hoffentlich die Tür hier entriegeln, genau. Das ist schon mal gut. Ach, guck mal, jetzt ist das sogar... Ach, das ist jetzt gar kein eigener Ladebereich mehr. Das ist ja irgendwie nett.
Okay. Rebecca, komm am besten einfach mal mit. Wie geht das gleich nochmal? Come on. Okay. Oder so. Und jetzt, lass... Nee, das brauchen wir. Ich leg die Magnum-Munition hier vorm Zug ab. Bloß nicht vergessen. Bloß nicht vergessen, um Himmels Willen. Und wir legen hier das da mal ab, damit wir ein bisschen Platz im Inventar haben mit Billy. Und jetzt laufe ich noch mal kurz zurück und hole die, den Stöpsel. Ihr wisst schon, den Stangenstöpsel. Man kennt's. Der Stangenstöpsel. Wo haben wir denn den gleich noch mal liegen lassen? Nee. Da ist... nee. Ach so, ja. Okay, genau. Hier, beim Speichern. Wollen wir speichern eigentlich? Könnte man auch gleich machen. Ich meine, ehrlich gesagt, habe ich jetzt, glaube ich, von den 26 Minuten, die Aufnahme hier jetzt läuft, ungefähr 24 Minuten den richtigen Weg gefunden. Nicht so viel Fortschritt jetzt eigentlich, aber ja. Okay, ich speichere nochmal. Komm, Rebecca, lass uns nochmal speichern. Ich muss schon sagen, also eins muss ich schon sagen, das könnte auch tatsächlich, ja, das fällt mir jetzt erst ein, es könnte auch tatsächlich dazu beigetragen haben, warum mir Resident Evil Zero früher besser gefallen hat als heute. Das ist eigentlich ganz interessant, der Gedanke, weil ich fand die Resident Evil Spiele früher schon sehr, 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 sehr gruselig. Vom zweiten Teil angefangen, der mein erster war, bis zu den Remakes hier, waren die für mich schon immer sehr stressig und sehr gruselig und ich konnte die auch immer nur in kurzen in kurzen Portionen spielen, weil es mir zu viel wurde. Das ist einfach zu krass. Und dadurch, dass man in Resident Evil Zero sehr oft zu zweit unterwegs ist, nimmt das, finde ich, sehr viel Grusel und Spannung weg. Und für mich ist das halt vor allem damals alles andere als ein Kritikpunkt gewesen, sondern eben genau das Gegenteil. Ich fand das gut, weil dadurch... Konnte ich überhaupt, macht das Sinn, dass ich das kombiniere? Nee. Weil dadurch konnte ich quasi überhaupt das Spiel besser spielen, angenehmer spielen irgendwie. Weil es nicht ganz so intens war. Ne, die Passagen, wo sich die beiden dann trennen mussten, die waren für mich so total so, boah, shit, holy moly. Jetzt wird's unheimlich so ungefähr. Aber solange die beiden zu zweit unterwegs sind, war es immer ein bisschen weniger gruselig. Und das hat viel ausgemacht. Und ich kann mir vorstellen, dass es mir früher deswegen tatsächlich auch besser gefallen hat. Als heute. Weil heute habe ich halt nicht mehr so... Also zumindest jetzt bei Resident Evil 1 Remake zum Beispiel so ein mulmiges Angstgefühl. Nicht, dass ich das nicht noch sehr stimmungsvoll und schon auch gruselig finde. Aber es ist nicht mehr so unangenehm wie früher. Da bin ich doch schon ein bisschen abgehärtet. Auch wenn mir Horrorspiele schon immer noch sehr viel Angst machen. Ich habe Angst vor Jumpscares tatsächlich. Ich habe Angst davor, erschreckt zu werden. Jumpscares sind für mich nicht lustig und angenehm, sondern eher unangenehm. Ich mag das gar nicht, erschreckt zu werden. Und oft in so Spielen habe ich dann Angst vorm erschreckt werden, was irgendwie ein bisschen lustig ist auch, oder? Aber ja, mein Gott, so ist das eben. So, jetzt klatschen wir uns die Taschen noch ein bisschen voll. Ich nehme an, ich kann in die Seilbahn gehen und da Zeug ablegen, bevor wir losfahren, oder? Wäre sonst blöd. Weil dann würde ich jetzt... Ich laufe jetzt nicht nochmal die ganze Map ab, ne? Früher habe ich das so gemacht. Aber ich nehme jetzt wenigstens das, was hier im Eingangsbereich oder im Ausgangsbereich noch so rumliegt. Das packen wir jetzt schon noch ein. Aber wegen jeder Flasche und jedem grünen Kraut und so gehe ich jetzt nicht zurück. Vielleicht wäre es klug, aber ich glaube nicht. So. Billy legt jetzt mal kurz, nur vorsichtshalber, falls jetzt irgendwie eine Cutscene kommt und irgendwas passiert,
und wir erst später wieder hierher können oder sowas, nehme ich definitiv die Magnum-Munition mit. Aber die soll eigentlich Rebecca aufheben. Er soll jetzt mal hier den Enterhaken noch mitnehmen. Brauchen wir den jetzt eigentlich nochmal? Würde mir das Spiel sagen, wenn ich den nicht mehr brauchen würde, den Enterhaken? Naja, doch, warum nicht? Ich glaube schon. Oh. Genau, dann können wir nämlich hier die Schreibmaschinenbänder kombinieren zu einem Stapel, das ist auch gut. Und dann gehen wir hier mal rein in die gute Stube. Oh oh! Na, super. Halt, stopp, was genau passiert jetzt? So, okay. Naja, Feuer ist very effective, kann man sagen, ne? Das haut rein. Okay, ich habe einen Schuss verschwendet, ist aber nicht schlimm. Dann gehen wir jetzt mal rein in die gute Stube, nachdem Billy mit dem Greifhaken sich verkrümelt hat. Die Stromzufuhr ist unterbrochen? Na, da kann ich nichts machen. Dann gehen wir nochmal hoch. Sowas nervt mich immer. Egal ob in Spielen oder Filmen, wenn irgendwie so, weißt du, wenn man so auf etwas hinarbeitet, auf ein Ziel, und dann funktioniert das aber nicht, und dann wird quasi Progression zurückgeschraubt und man muss nochmal von vorne ran oder so. Wisst ihr, was ich meine? Sowas hasse ich. Und auch wenn es hier jetzt nur eine Kleinigkeit ist, dass die Igel hier irgendwie den Blöden die Ampulle rausgeworfen haben aus der Konsole, nervt mich das brutal. Für was habe ich das vorher reingesteckt, das Ding? Warum macht das Spiel das jetzt? Hätte man das, was auch immer das Spiel jetzt damit vorhat, hätte man das nicht eleganter machen können? Und jetzt wird Billy, der unten auf die Gleise gefallen ist, elektrifiziert. Sorry. Da sind die Schreibmaschinenbänder. Nimm die mit. Nimm die jetzt bitte mit, Rebecca. Oh mein Gott. Danke. Rebecca, ich kann nicht mehr. So. Hier sind, wenn man da ums Eck geht, drei Bilder, die ganz schnell hintereinander kommen und jeder stellt mir die Steuerung um. Oh Gott. Das würde mit der klassischen Tanksteuerung natürlich nicht passieren. Uh-oh. Zombie-Person. Magnum. Oh yeah. Rebecca ist ganz schön ausgestattet, ne? Standardpistole mit Spezialverbesserung, Granatenwerfer mit Feuergranaten. Und 24 Schuss Magnum. 24 Schuss Magnum. Meine Güte, damit können wir uns ganz schön durchs Spiel ballern. Nice. Wollen wir, Rebecca, die Leiche vielleicht irgendwie rausziehen? Sag mal, ist das Wesker? Der sieht voll aus wie Wesker.
ich hätte die Leiche vorher noch rausgeräumt. Erstens Zombie und so, ne? Und zweitens unhygienisch. Stinkt vermutlich auch schon vielleicht ein bisschen. Ich weiß nicht, wie schnell das geht. Ab wann stinken denn Leichen? Das sind die Fragen, oder? Ich will es gar nicht so genau wissen. Achtung, jetzt steht er auf. Zombie Wesker! Nein, er steht nicht auf. Na gut, dann gehen wir. Wir sind krass bewaffnet, aber haben null Heilung, ne? Aber ich habe nicht vor irgendeine Waffe. Ich meine, weißt du, bei der Bewaffnung, wer braucht da noch Heilung? Muss man auch sagen. Okay, keine Ahnung. Von der anderen Seite verschlossen. Na dann. Die Umgebung in Resident Evil gerade hier sieht teilweise mit dem ganzen Rost und so, ne? Das sieht teilweise so aus, als wäre hier schon seit 100 Jahren Zombie-Apokalypse. Oder zumindest seit mehreren Jahrzehnten, oder? Das sieht nicht so aus, als wäre das erst vor einer Woche passiert. Mind your step. Beim ersten Plakat war das Step so abgeknickt, da meinte ich, da steht Mind your business. Geht euch gar nichts an. Wäre ein komisches Schild, muss man schon sagen, aber gut. Ja, so Umbrella hat sich nicht sehr gut um die eigenen Kellerräume gekümmert. Da wundert es mich nicht, dass ständig irgendwelche Viren ausbrechen, wenn hier so schlecht gewartet wird. Oh, ich habe so ein Problem. Oh, hier waren doch vorher Wesker und Birkin. Ein riesiges, menschenähnliches Wesen wird in bioorganischer Flüssigkeit in der Kapsel aufbewahrt. Woher wissen wir, dass der riesig ist, oder? Wir haben überhaupt keine Referenzpunkte. Die Kamera könnte sehr nah an einem kleinen 10-Zentimeter-Männchen sein, nach allem, was wir wissen. Ich mache jetzt etwas, das ich vielleicht bereuen werde. Ich lasse jetzt hier über 200 Schuss Pistolenmunition liegen. Für den Werkstattschlüssel. Oh, der hat mich tatsächlich erschrocken, ohne Witze. Well played, Mr. Hunter. Ah, der hat mich wirklich erschrocken. Hallo, Nummer 2. Hui, hey, schön langsam denke ich darüber nach, ob es nicht auch Sinn machen würde, jetzt den Granatenwerfer zurückzulassen. Ne? Ich habe nur noch 3 Schuss dafür. Der wird mir ganz schön Inventar freimachen. Aber erst habe ich noch 3 Schuss. Die werden erstmal verschossen. Nichts verkommen lasse. Gerade erzähle ich noch, wie ungern ich erschreckt werde. Aber das war jetzt kein schlimmer. Das war jetzt kein schlimmer Jumpscare. Das ist schon okay. Ein Jumpscarechen. Oh. Das sind ihre Fußabdrücke. Okay, da liegt irgendwie so ein bisschen Dreck am Boden. Ich dachte mir gerade so, Moment mal. Was für Geräusche? Was macht hier für komische Schlürfgeräusche? Etwas. Karte mitgenommen. Nice. So. Dann speichern wir mal. Na komm. Ach, schwere Geburt hier. Huh.
Hey, es ist aber ein bisschen krass, wisst ihr? Ich bin auch ein bisschen wehmütig jetzt hier, muss ich euch ganz ehrlich sagen, mit Resident Evil Zero. Weil auch wenn mir das Spiel jetzt nicht super gut gefällt. Aber scheiße ist es auch nicht eigentlich. Aber auch wenn es mir nicht super gut gefällt, müssen wir uns vor Augen halten, dass wir hier jetzt gerade das letzte richtige, klassische Resident Evil spielen. Dann kommt keins mehr in unserer Reise durch die Resident Evil-Historie, die gerade jetzt hier vollzogen wird. Und das macht mich schon auch ein bisschen wehmütig, weil, ne? Das war's dann. Ich meine, wir haben noch die Outbreak-Teile, aber auch die sind schon sehr anders, ne? Und insofern, ja, krass irgendwie. Hier hinten hätten wir noch Granatenwerfer-Munition, ne? Aber können wir jetzt gerade alles? Weiß ich nicht. Naja, Leute, ich würde auf jeden Fall sagen, dass wir jetzt hier an der Stelle Schluss machen. Ein paar Folgen haben wir noch vor uns, aber lange ist es, glaube ich, nicht mehr, ne? Ich glaube, lange ist Resident Evil nicht mehr. Zero. Ich überlege gerade noch so die Teile, an die ich mich noch so erinnere aus meiner Jugend. Ich habe es ja wirklich seit meiner Jugend nicht mehr durchgespielt. Den Zugabteil oft, aber alles danach nicht mehr. Ich glaube, jetzt kommt noch der erste, der Proto-Tyrant und dann die Igelkönigin. Aber gibt es noch andere Bosse im Spiel? Habe ich was vergessen? Tausendfüßler und Fledermaus hatten wir schon? Naja. Ich glaube, allzu lang ist es nicht mehr, wenn mich meine Erinnerung nicht trübt. Schauen wir mal. Danke fürs Dabeisein, hat mich sehr gefreut. Und gucken wir mal, ob ich jetzt noch ein Let's Play dazu aufnehme oder ob wir uns im Stream wieder sehen, dann live oder als Aufzeichnung hier, whatever. Aber auf jeden Fall, ja, danke fürs Dabeisein, danke für euren Support und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Und ich bin dann schon sehr gespannt auf eine Reihe von Resident Evil Spin-Offs, die uns jetzt nach Zero erstmal bevorstehen. Coolio, bis dann, ciao.